Toni Kroos. Den kennt man. Einen Namen hat sich der gebürtige Ostdeutsche beim FC Bayern gemacht. Jetzt kickt der Weltmeister in Madrid bei den Königlichen von Real. Begonnen jedoch hat seine Karriere hier, in der Nachwuchsakademie von Hansa Rostock im Osten von Deutschland. Einen ähnlichen Weg hat vielleicht auch Julian Albrecht vor sich. Der 15-Jährige spielt jetzt schon in der Nationalmannschaft seiner Altersklasse. Auch der 2 Jahre ältere Johann Berger träumt von einer großen Karriere. Beim Drittligisten in Rostock wird er sie wohl kaum machen können. Von klein auf an, auch damals, als ich noch nicht bei Hansa gespielt habe, bin ich zu jedem Heimspiel gegangen. Und mir lag der Verein eigentlich immer sehr am Herzen. Und das ärgert mich oder macht mir auch traurig, dass es jetzt nicht so gut läuft. Roland Kroos, der Vater von Toni, muss als Nachwuchstrainer immer wieder miterleben, wie talentierte Spieler den Verein verlassen. 8 waren es allein in den letzten 5 Jahren. Weil die Besten gehen, bleibt Hansa Rostock wohl auf ewig in Liga 3 stecken. Ich bin auch Realist und das sind wir, glaube ich, alle. Und das geht ja nicht nur uns als Verein so, dass die absoluten Top-Talente dann irgendwann auch mal den Schritt zu einem großen Verein machen. Und ich denke mal, das ist auch ganz normal, wenn dann alle davon auch profitieren. Wir vielleicht auch, indem wir ein bisschen Erlös für diesen Spieler bekommen. Vor 25 Jahren schien Hansa Rostock vor einer blühenden Zukunft zu stehen. Als letzter Meister des Ostfußballs stieg man 1991 in die Bundesliga auf. Insgesamt 12 Jahre spielten sie mit den Großen wie Bayern München, Borussia Dortmund oder Werder Bremen. Professor Klinkmann war damals Vereinspräsident. Später hat er den unaufhaltsamen Abstieg von Hansa miterlebt. Das gesamte wirtschaftliche Gefüge des Fußballs als Wirtschaftsunternehmen hat sich grundlegend gewandelt. Und da können die sogenannten Ostclubs im Moment einfach nicht mithalten. Und in dieser Hinsicht ist eben der Osten zurzeit ein Bereich, der hinterherhinkt und aus meiner Sicht auch in den nächsten Jahren, leider muss ich sagen, weiter hinterherhinken wird. Kein Erstligist, nur 2 Zweitligisten. Der Ostfußball ist kaum präsent. Dresden, Dynamo Berlin, Magdeburg und Lok Leipzig stürzten ab in die 3. Liga oder noch darunter. Hans-Georg Moldenhauer führte den Ostfußball vor 25 Jahren in die Einheit. Vom Zusammenschluss mit dem starken DFB erhoffte er sich damals einiges. Das oberste Anliegen in dieser Zeit war für mich jedenfalls, dass endlich, nachdem die Grenze gefallen ist, wieder ein Ost-West-Spielbetrieb Normalität eintrifft, die Leute nicht zur Bundesliga im Westen fahren müssen, sondern die im Osten empfangen können. Das war also der Traum. Aber unsere Ziele sind an der Stelle nicht in Erfüllung gegangen. Aber es regt sich wieder was im Osten. Die Fans von Dynamo Dresden zelebrierten neulich die größte Stadionchoreografie Europas unter dem Motto »Die Legende lebt«. Ihr Verein ist jetzt Tabellenführer in Liga 3. Große Hoffnungen verbinden sich auch mit dem Zweitligisten RB Leipzig. Der österreichische Unternehmer Dietrich Mateschitz investiert Millionen in sein Ziel, in der ostdeutschen Stadt einen Bundesliga-Club zu etablieren. Ein Versuch, der von vielen Fußballfans und anderen Vereinen eher kritisch gesehen wird. Aber ich lebe mit, wie sehr diese Stadt auf jeden Fall mal, und ich sage auch mal das Umland um Leipzig herum, einen solchen Aufstieg herbeisehnt. 2009 startete das Projekt in der 5. Liga. Jahr für Jahr ging es ein Stück aufwärts. Im letzten Sommer floss dann richtig viel Geld. Deswegen gehört RB Leipzig mittlerweile zu den Spitzenteams in Liga 2. Am Ende der Saison soll dann der Aufstieg in die Bundesliga stehen. Aber wir reden gerade im Konjunktiv und es ist noch viel, viel Arbeit notwendig, jetzt speziell mal aus unserer Sicht, um dieses Ziel zu erreichen. Nicht der kurzfristige sportliche Erfolg ist das Ziel vom Rasenball-Sportclub Leipzig, sondern eine langfristige Entwicklung. Deshalb baute man für geschätzte 35 Millionen ein Nachwuchszentrum vom Feinsten. 17 Mannschaften, von den 8-jährigen Schülern bis zur U21, hat der Verein in den letzten Jahren aufgebaut. Mittlerweile haben es 25 Spieler bis in die Nachwuchsteams der Nationalmannschaft geschafft. Unser Ziel, unser Plan ist, dass wir in jedem Jahr 2, 3 Spieler in unsere Profimannschaft hineinbringen. Das heißt, in den nächsten 5 Jahren sind es 10 bis 15 Spieler, die aus unserem Nachwuchs
in der Profimannschaft bei uns und in anderen Vereinen spielen werden. Deutschland, gespaltenes Fußballland. Nur durch den Retortenclub aus Leipzig hat der Ostfußball eine Chance.